Okay, es geht gleich weiter da. Und ich habe endlich einen Schritt dahin gemacht. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Euch der Pizza, Mann, bitte. So knausrig kann man doch nicht sein. Ja, du drum, du Loch. Loch des Verderbens. Ja. Okay, zwei Länder. Ja. Ja, Scheißdreck. Alle immer, bitte. Gibt's mal Pizza, verdammt. Nein, nicht nur ein Loch. Okay, jetzt ein bisschen vor. Ich glaube, so muss ich das machen. Na, es sind schon wieder zwei Leute. Mann, mit nur mehr Anlehnen wäre auf einmal mächtig. Das ist unfair. Boah, no. Ja, Donatello ist am Arsch. Mann, no, jetzt muss ich. Habe ich nur meinen Leonardo und dann muss ich alles wieder von vorn machen. Oh. Bitte nicht. Und der Nero randaliert draußen gerade. Ah, Moment mal. Ich schau mal, was der Hund hat. Ja, da bin ich wieder. Ja, meine Mutter ist gerade aus dem Garten und bei Nero mache ich da unbedingt das so. Aber kann er halt momentan nicht. Okay, Frage, was mache ich da jetzt? Ich mag nicht alles noch einmal machen. Ich meine, es gäbe eine Möglichkeit, aber irgendwie mag ich die nicht nutzen. Und der Controller ist schon wieder dreckig, ich halte den Kopf nur raus. Das wird mir jetzt wieder anlenken, wie bei. Bei was für ein Spiel war denn das noch schön, glaube ich, Super Marissa Land, wo der Controller dreckig war und ich mich nur drum gekümmert habe. Aber was soll's. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, ich mag's nicht. Na. Oder? Was soll das? Mann! Testen wir es mal. Na, so ist es gegangen. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt testen muss. Passt zusammen, dass ich jetzt gegangen. Ja, tut mir wirklich leid, dass ich das da jetzt nochmal testen musste, aber um ehrlich zu sein, wirklich keinen Bock, das jetzt noch einmal zu machen. Ich meine, es ist nur Reserve, vielleicht brauche ich noch nicht. Oh ja, der letzte erwischt mich. Mann, oh! Aber deswegen die Safe-States tut mir wirklich leid. Ich mag sie nicht nutzen, ich mag keine Safe-States, aber ich bleibe keine andere Wahl. Und ich habe keine Lust, dort alles noch einmal zu machen. Ihr seid so behämmert im Kopf. Was? Das ist... Und nirgendwo eine Pizza. Nein, das geht ja noch einigermaßen. Ja, ich sag's, da lauf ich rein. Ja, Mann, oh! Ja, mit vier Längen gegen einen Endgegner, ich halte den Kopf nicht aus. Wo sind da überhaupt die Pizzen? Pizza, bitte. Boah, Kring! Was? Wie soll ich denn ausweichen? Moment, ganz links steht vielleicht. Na, bringt gar nichts. Ne, 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 ne. Falscher Knopf. Lord Game.
Tut mir leid, es geht wirklich nicht anders. Und ich weiß, man wird dem aussehen, aber das ist mir jetzt momentan egal. Na, kommt's her. Ja, ich weiß leider nicht, wie man das ist, jetzt da auf Knöpfe belegt beim Gameboy Emulator. Schnell mal. Boah, und gleich der nächste. Ihr unfairen Säcke. Ja, Melane ist etwas unten, aber so wirklich zornig bin ich noch nicht. Ah, so geht das also. Nee. Hat dazu gelernt. Aber der Kling ist eigentlich ganz leicht. Und bitte lass das im letzten Gegner sein. So. Ich finde es unfair, dass in der Level nirgendwo eine Pizza herumliegt. Wenn man gut im Technodrom wird es keine Pizza geben, aber trotzdem. Hopp, Kling! Nee. Boah. Unfairness. Ja, genau. Durch. Na, zum Glück habe ich Overbremse dafür. Jetzt. Na, wieder falsch. Boah, Kring, du bist zur Karte. Und verpiss dich. So, hast jetzt davor. Schnell weg da. Das Technodrom bricht wieder einmal zusammen. Wie am Ende einer jeden Turtle-Staffel. Na ja, fast. Ja, die Turtles haben es geschafft. In den Safe-State tut mir leid. Ich habe ihm nur einziges mit genutzt, Raphael, Donatello, Michelangelo und Leonardo. Und der Leonardo, der Anführer von den Vierer, hat es im Endeffekt geschafft. Ja, Fußsoldaten. Mauser. Ah, das sind die Rattenfänger wahrscheinlich. Ja, heute ganz nett. Pizzamonster. Ja, Pizzamonster, das waren die Dings da. Na, die komischen Aliens da aus dem Abwasserkanal. Ja, was ich sagen will, tut mir leid für den Safe State. Tut mir leid, dass ich ihn einmal nutzen musste, aber noch einmal, nein, bitte nicht. Noch einmal hätte ich das jetzt bestimmt nicht durchgemacht. Aber im Endeffekt kann ich es mir auch zugute halten, dass ich ihn einziges Mal genutzt habe. Und was meinen Abonnenten betrifft, meine Abonnentin wie immer, ich glaube zwar es ist er sie, aber ich sage sehr frei trotzdem beides, weil ich mir nicht sicher bin. Tessa Klug, danke für die Empfehlung, dass ich Turtles spielen sollte, beziehungsweise ansonsten hätte ich das Let's Play wahrscheinlich gar nicht gemacht. Es ist natürlich ein Blind-Let's Play und was ich sagen muss, für ein Turtles-Spiel, es ist halt richtig gut. Logisch, was kann man anders erwarten? 1991. Ja, hau uns ein Pizza ins Gesicht. Wie spaßig. And. Was haben sie gesagt? Ja, das war's. Und der Hund spielt draußen schon wieder verrückt. Was soll's? Falls ich da keine Urheberrechtsverletzungen, die ihr immer von YouTube oder Konami in den Hals gehetzt kriegt, dann will ich auf jeden Fall als dritter Turtles-Spiel Let's Playen. Wobei als dritter Turtles-Spiel kenne, es wird kein Blind-Let's Play, aber ein Endgegner hat er vor wie noch nie besiegt. Ja. Ansonsten werde ich jetzt sagen, das war's. Gutes Spiel, man hört noch meinen Sessel knacken, ja klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euch, Onkel Wulf. Und viel Spaß mit dem Let's Play. Für euch.